So, ihr lieben Freunde aus Katalonien in Deutschland, die erste digitale Diada. Tja, das tut uns sehr leid aus Köln und Barcelona, vor allem weil auch unser großes Event in diesem Jahr ausgefallen ist. Dreimal Weltkulturerbe. Das eine seht ihr im Hintergrund, das ist der Kölner Dom. Und das andere, der Karneval und die Menschentürme, die bringen wir auch noch alle zusammen. Im nächsten Jahr, spätestens Pfingstmontag 2021. Bis dahin wünschen wir euch aber alle vom Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Barcelona einen wunderschönen Nationalfeiertag. Una buona diada. Deu. Vom katalanischen Kulturverein Münchens wünschen wir euch einen schönen Nationalfeiertag Kataloniens. Visca Catalunya! Liebe Katalonien Interessierte, liebe Katalaninnen, liebe Katalaner, schöne Grüße aus dem schönen Köln. Wie ihr seht hier im Hintergrund, unser Dom, die Brücke mit dem Rhein. Und wir sind hier, um heute euch eine schöne Diada zu wünschen. Wir sind die Vorsitzenden des 1997 schon gegründeten katalanischen Kulturzentrums hier in Köln und wir machen Kulturarbeit hier im herrlichen Rheinland für alle Katalonien-Interessierten, für alle Katalaninnen und Katalanen und pflegen die katalanischen Bräuche und versuchen sie zu vermitteln. Wir freuen uns, wenn ihr an unseren Festivitäten, an unseren Veranstaltungen oder auch an unserem Sprachunterricht teilnehmen möchtet, sobald das wieder möglich ist. Wie ihr alle wisst, kann das katalanische Kultgefäß zum Trinken auf Festivitäten wirksam Infektionskrankheiten verhindern. Salut i bona diada a tothom. Eine schöne Diada. Hallo, ihr Lieben, hier ist Anna und ich bin gerade im Lorsch, in dem Kloster, in dem mittelalterlichen Kloster, im Lorsch, die Barbarossa gebaut hat, in dem Mittelalter. So viel Kultur, so viel Traditionen, auch eigene Sprache wie Deutschland hat auch Katalonien. Und ich wünsche euch für la Diada einen tollen Tag, großfeierlichen Tag. Feiert in Friede, in Freiheit und in Freude. Und ich muss noch eins sagen an alle Katalonien-Liebhaber, Anhänger, auch an alle Katalanen, wünsche ich euch einen tollen Tag, eine 11. September, einen tollen Diada. Und vor allem, eins muss ich noch sagen, es lebe hoch Katalunya. Frohe Diada da Catalunya. Mein Name ist David, ich bin im Vorstand von der Verein Stuttgart, also Stuttgarter Katalonien. Und ich habe mich damals vor 8 Jahren entschieden, den Schritt zu begehen, um nach Deutschland einzuwandern. Jetzt, so wie dieser Schiff von einer Seite zu der anderen geht, ich pendle immer wieder zwischen 2 Ländern, Spanien und Deutschland. Das ist die Freude und das ist der mögliche Austausch, dass ich mich hier auch als Person, auch als professionell, beruflich und persönlich entfalten könnte. Und so wünsche ich mir, dass es der 11. September auch zur Annäherung von den 2 Ländern dient, und zwar für unseren nationalen Tag. In diesem Kontext wünsche ich euch viel Freude, dass ihr mit euren Verwandtschaft, mit euren Liebhabern der katalanischen Kultur auch diesen 11. September feiert, und bis ganz bald. Auch Stuttgart wünschen wir euch
Eine frohe Diada de Cataluña. Tschüss.